ihr Lieben, ich bin's wieder. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt und jetzt in die neue Woche gut gestartet. Ich kann es von uns hier nicht behaupten. Manuel hat sich vorhin gemeldet, ne, er wurde ja Freitag operiert. Die rechte Mandel wurde ihm entfernt. Jetzt hat er übers Wochenende links Stress angefangen zu machen, also alles auf Anfang. Er wird heute nochmal operiert, linke Mandel wird entfernt. Das heißt nochmal Vollnarkose und den ganzen Kram. Also ich weiß auch nicht, dass die da so blöd sind, ehrlich gesagt. Kann man das nicht gleich machen? Man kann das doch sehen, dass da jetzt auch eine Entzündung und so aufkommt. Im Erwachsenenalter solche Operationen, die sind ja echt nicht so einfach zu verknusen, ne? Und die operieren jetzt gleich zweimal in wenigen Tagen. Ja, nichtsdestotrotz, wir waren mit Isi unterwegs. Ich musste was für sie abholen und sie hatte noch einen Termin gehabt. Die hat die Theorie wieder nicht geschafft. Meine Nerven liegen gerade, ehrlich gesagt, ziemlich blank. Ich bin mehr als nur leicht überfordert mit den Nerven und allem komplett. Aber ja, nichtsdestotrotz, hier erledigt ja keiner was für mich großartig. Ich muss den Haushalt machen, ich muss Essen machen. Und ich musste ein bisschen was einkaufen, deswegen also nichts großartig auf Vorrat, sag ich mal so. Ich habe jetzt keine Dosen, was, ne, nicht viel. Bei Aldi habe ich 25 Euro ausgegeben. Nein, 20. Und bei Lidl, weil das einfach bequemer war, bei Aldi habe ich das jetzt nicht gemacht im Einkaufszentrum, habe ich dann die leeren Flaschen abgegeben und auch mit der App halt auch was eingekauft, wie zum Beispiel der hier war gratis, ne, mit der, doch, ja, mit der App. Und Isi hat sich so einen Schokodrink geholt, hat mitgenommen. Ja, ich habe jetzt hier ein paar Kleinigkeiten eingekauft. Katzenfutter steht hinten, außer Trockenfutter, das habe ich jetzt hier mit reingeschleppt. Toilettenpapier war im Angebot, irgendwie ist es, ja, mussten die wieder was mitnehmen, ist nicht mehr so viel. Ja, und dann zeige ich euch einfach mal, was ich insgesamt, das ist wirklich zwei kleine Tüten und ein Korb. Mehr ist das nicht. Isabel will unbedingt heute, ich wäre ja gar nicht zu sehen, Isabel will heute unbedingt Spaghetti Bolognese haben. Mache ich auch welches. Ich denke mal, im Instant Pot geht es nachher schneller. Genau, am besten ist es im Instant Pot, weil ich nachher noch Termin zur Physio habe. Also habe ich jetzt Hackfleisch mitgenommen. Dann, Isi wollte schon lange und irgendwie hat es nie geklappt, mit Taschen eine Jogginghose. Also habe ich für die so eine Sweethose mitgenommen, damit die ist so schön kuschelig warm von innen. Die habe ich jetzt für Isabel gekauft. Für mich habe ich jetzt nicht. Dann habe ich drei Orangen mitgenommen. Wir haben nämlich gar keine Orangen mehr. Die werden bei uns momentan sehr gut gegessen. Vor allem diese einzelnen, also losen, die sind wirklich lecker. Dann, das sind Vanille-Schokostangen. Also Twister, irgendwie bei Lidl gewesen. War noch nie da, habe ich noch nie gesehen. Haben wir jetzt mitgenommen. Brot, also das muss jetzt sein, weil Isi ja zur Schule und die Männer zur Arbeit. Ach nee, bei Christian haben die gesagt, diese Woche sollen sie noch zu Hause bleiben in der Ausbildung. Heute war er ja schon da, als die das gesagt haben, der Chef das gesagt, also war er noch auch geblieben und hat ein paar Sachen erledigt. Aber ansonsten, ich glaube, der bleibt diese Woche auch noch zu Hause. Rhein-Rind-Salami habe ich mitgenommen, nur zwei Packungen für Rafi. Und dann jetzt zum Mittagessen, es ist jetzt schon 12.06 Uhr, haben die Kinder sich gewünscht, ist mir auch ehrlich gesagt recht, schmeiße ich jetzt in den Backofen die hier, das sind so diese Nuggets, ne? Und Pommes, also diese Curly-Dinger. Achso, und Isabel hat mit der App sich diese Chili-Cheese-Nuggets ausgesucht. Die werfe ich jetzt. Sind die auch für Backofen? Ja, die sind für den Backofen. Wunderbar. Ich muss jetzt nicht hier stehen und was machen. So, ich habe eine Gurke mitgenommen. Isabel hat wieder eine Ananas mitgenommen. Und dann habe ich mir gedacht, es ist ja jetzt so, man will schon was Frisches haben, aber nicht, also normaler Salat, der wird so schnell welk. Habe ich jetzt für Krautsalat und auch so zum Kochen
einmal Rotkohl mitgenommen, einmal Spitzkohl mitgenommen. Ihr merkt, es wird demnächst ordentlich was, denke ich, mit Kohl hier geben. Und einen Weißkohl mitgenommen. Weil die Dinger, die halten sich im Anbau, so im kühlen Anbau, denke ich, ein bisschen länger als jetzt so ein Eisbergsalat oder sowas. Dann mit der App, und das wurde mir jetzt kaputt gemacht, wovon Easy beim Reinpacken, muss sie gleich auch aufessen dann. Milchreis habe ich nur zwei Packungen mitgenommen, einmal Kirsch und einmal Zimt. Easy hat für sich einmal Monster. Sie ist so monstermäßig drauf gerade, oh Leute, fragt lieber nicht. Dann habe ich zweimal, auch im Angebot gewesen, normalen Kefir mitgenommen. Dann für mich Kerrgarten Balance mit weniger Fett halt, ne? Einmal wieder Tütchen für Salat. Und Easy hat die letzten 2, 4, 6 Stück waren auch da Quarkbällchen mitgenommen. Ich habe die zwar gefragt, willst du vielleicht selber backen? Nee, habe ich keinen Bock heute drauf. Okay, dann hat Madame heute keinen Bock zum Backen. Ist auch okay. Vielleicht backe ich selber irgendwas. Ich packe das jetzt mal hier in die Kiste rein, dann kann das in den Anbau des Gemüses. Ach so, bei Aldi habe ich noch einen Beutel Äpfel mitgenommen. Wir haben nicht einen Apfel mehr im Haus, glaube ich. Ich glaube, im Anbau liegen im Carport noch aus dem Garten. Ob die noch gut sind? Die haben bestimmt schon Frost abbekommen. Okay, dann habe ich zweimal bei Aldi diese Mienudeln. Habe ich letztens ja was verbraucht. Wird sehr gerne gegessen. Hier ist ein normales Brötchen und 2 Kirschtaschen. Musste ich jetzt doppelt eintüteln, weil mir die eine Tüte kaputt gegangen ist. Dann habe ich Paprika. Warum ist die jetzt aus der Tüte rausgefallen? Das ist ja komisch. Die Tüte war kaputt gegangen. Also in dieser Tüte waren 2 Paprika drin. Habe ich nicht genommen. Dann habe ich Bananen mitgenommen. Isabel hat sich gestern beschwert, wir haben keine Bananen. Es waren doch gerade 2 Stück da. Papa hat auch gegessen. Und Nachschub. Und Gummibärchen. Wer ist denn da? Du. Na komm, Mie, rein. So, bei Aldi habe ich dann wie immer meine Dinkelbrötchen, 2 Tüten mitgenommen, weil die werden sehr gerne von ein paar anderen Familienmitgliedern mitgegessen. Mir nicht. Christian und Papa essen die aber ab und zu gerne. Und dann wundere ich mich, warum ich mir nur 2 Packungen gekauft habe und die dann auf einmal weg sind, obwohl ich nur ein Brötchen gegessen habe. So, und dank, liebe Gina, dir für deine Tipps. Du hast mir ja jetzt wegen meiner Blasenentzündung Tipp gegeben, mit diesem Cranberry-Saft. Ich habe mir jetzt den Nektar bei Aldi gekauft. Ich habe ihn fast nicht gefunden. Hätte ich echt noch zu Rewe laufen müssen. Aber ich habe es dann doch gefunden. Ich habe mir 2 Flaschen geholt, weil ich kriege den Früchtetee, den Cranberry-Tee, nicht runter. Ich mag absolut kein Früchtetee. Solange er noch heiß war, das ist Isabels. Was? Solange er noch heiß war, habe ich ihn noch trinken können, ein paar Schlückchen. Aber den Rest, wo er ein bisschen abgekühlt war, musste ich in mich reinprügeln halbwegs. Das schmeckt wie Seife, finde ich. Nee, geht gar nicht. Also, ich habe jetzt Saft gekauft und ich werde gucken, ob der mir schmeckt. Achso, dann muss man einfach nur einräumen, was da steht. Und dann habe ich Angebote gesehen, das war jetzt auf dem Grabbeltisch. Einmal Apfel, schwarze Johannisbeere, Traube. Eine Packung Saft gekauft und hier Apfel, Kirsche, Pflaume. Ja, und das war es dann auch. Mir ist das nicht, das ist jetzt, ich sag mal, kein richtiger Wocheneinkauf, aber auch irgendwie, ja, für die nächsten paar Tage denke ich mal nur Frisches. Ralfi setzt gerade Tee auf, wofür auch immer. Ja, auf jeden Fall, es kann sein, dass ich die Tage nochmal losfahre, aber ich denke dann, wenn eher wieder Richtung Wochenende. Das, ja, es ist sehr übersichtlich. Also ich muss sagen, also auf dem Tisch hier ist nicht wirklich viel, ne? Es war nicht viel. Es sind halt solche großen Sachen,
das Klopapier oder Wasser ist voll. Aber ich denke mal, so frisches Zeug muss man schon ab und zu mal holen. Ja, ich räume das jetzt schnell weg und schmeiße einfach mal Pommes und Nuggets in den Backofen für uns. Gerne. Fürs Mittagessen und dann sehen wir uns wieder, wenn das hier weitergeht mit dem Haushalt und was auch immer. So, ihr Lieben, ich bin wieder da. Ich kann gerade nicht wirklich sprechen. Ich weiß auch nicht, mich hat es vorhin so überkommen, Christian, ne? Ja. Ich konnte nicht mehr aufhören zu heulen. Es ist ja nichts passiert. Manuel wurde noch nicht operiert. Der wartet noch. Der ist gerade mehr genervt als sonst was. Aber ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe hier geheult, wie blöd. Das war mir irgendwie, oder ist immer noch, bei mir steht immer noch alles. Ich konnte ja gar nicht mehr die Träne so wirklich wegwischen. Ich bin hier durch die Gegend gelaufen, habe was gemacht und es lief einfach nur. Es lief und lief und lief. Es tut alles jetzt weh, mein Eis tut weh, meine Augen tun weh. Ja, ich bin eigentlich komplett hinüber. Aber es bringt ja alles nichts, ne? Und ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung warum. Musste vielleicht raus, ich weiß es nicht. Ich sehe ja auch deswegen aus, ne? Meine Augen knallrot, ich mache mir gleich wieder so diese Maske oder vielleicht eine andere. Ich habe mehrere, ich habe was im Kühlschrank hier unter die Augen, damit ich nicht mehr so schlimm aussehe, aber ich habe keine Ahnung, also weiß ich nicht. Sowas passiert selten bei mir, ne? Aber wenn, dann richtig, ne? Kind? Ja. Ja, genau. Ja. Ist aber auch wurscht. Ich habe mich jetzt einigermaßen zusammengerissen. Solange es geht, mache ich jetzt erstmal Dressing. Weil zu der Spaghetti Bolognese, das wir heute haben wollen, Christian sitzt da schon. Da sitzt der Christian. Und schält mir ein bisschen Gemüse. Ich habe mir so viele Soßen angeguckt. Das ist tatsächlich in einigen. Und auch ein Bekannter hat mir letztens erzählt, er hat Soße Bolognese gemacht, mit Milch drin. Und auf Chefkoch, wenn man drauf geht, es sind einige Rezepte, vor allem steht eine, was habe ich extra nachgeguckt, ne? Original Bolognese Soße oder irgendwie sowas, ne? Ja. Milch. Und in der anderen Sahne drinne. Ich habe mal doof geguckt. Nee, wir machen jetzt nicht mit Milch oder Sahne, glaube ich nicht. Ich überlege es mir noch, aber eigentlich nicht. Sondern mit Gemüse drinne. Na, also alles, was so da... Was machen wir jetzt hier? Zeige ich euch nachher. Ich mache das im Instant-Pot, weil ich nachher noch Termin habe. Aber als erstes, wie gesagt, ich bin heute durcheinander. Dressing, der muss ein bisschen in den Kühlschrank zum Ziehen, damit ich nachher den auch essen kann. Weil so Kräuter, ne, gefrorene, die brauchen noch ein bisschen Zeit, um sich zu entfalten. So, ich habe euch schon eigentlich einige Dressings gezeigt. Das ist jedes Mal bei mir komplett frei Schnauze. Ne? Ich mache einfach so, was gerade da ist, wozu ich lustig bin. Und diesmal habe ich eben noch ein bisschen Kefir drin. Was ich nicht ausgetrunken habe. Und hier Joghurt. Na, also das ist jetzt ein kleines Becherchen Joghurt. Das sind 150 Milliliter. Von denen schon wieder was daneben geht. Mensch. Das kann auch nur ich. Ich liebe das. Sachen daneben schmeißen, das ist doch hier Familiensport. Ja. Dann mach ich einfach ein bisschen Kefir rein, Buttermilch geht genauso gut. So, dann ein bisschen Senf. Das gehört für mich irgendwie immer dazu, weiß ich auch nicht. So, nicht ganz gehäuften Teelöffel gebe ich rein. Und dann, Entschuldigung, ist das euch überlassen. Ob ihr jetzt Ketchup mit reinmacht oder nicht, oder Tomaten. Wenn ihr das so Richtung French Dressing machen wollt, dann muss da irgendwas Tomatiges rein. Sei es nun jetzt Ketchup oder Tomatenmark oder frische Tomaten, wie auch immer. Ne? Oder auch Restpulver.
Wenn ihr das Richtung Caesar Dressing holt, was kam denn da jetzt rein? Ich glaube, da war noch Honig mit drin oder irgendwie sowas. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall müsst ihr selber gucken. Ich mache jetzt ein bisschen Tomatenmark rein. Nicht viel, so auch so vielleicht ein Teelöffel. Dann gehört auf jeden Fall ein bisschen Zitronensaft rein. Salz und Pfeffer. Und dann Kräuter. Das ist dann auch euch überlassen. Ich habe hier Schnittlauch, Dill und Basilikum. Und davon gebe ich einfach mal was rein. Nicht zu viel. Von jedem so ein Teelöffelchen am besten. Von Dill meistens nehme ich ein bisschen mehr. Wie ihr wisst, das mag ich gerne. Gehört für mich mal rein. So. Dankeschön. Basilikum ein bisschen. Und dann müsst ihr gucken, ob ihr das jetzt noch mit einem Blender oder so. Ich überlege es mir gerade nämlich, ob ich das püriere, aber dafür müsste ich das umfüllen. Dann gebe ich ein bisschen Knoblauch rein, diesmal als Pulver. Knobi. Ein bisschen Knoblauchpulver rein. Und diesmal habe ich gedacht, ich probiere das. Ich habe die geräucherte Paprika von Rosemary in ein Döschen umgefüllt. Guckt mal, das ist so viel dunkler als jetzt zum Beispiel das hier, ne? Wie das anders aussieht. Guck mal, Krischi. Das ist die geräucherte Paprika und das ist die normale Paprikasüß. Lul. Ja, ich gebe davon auch was rein. Das riecht auch anders als jetzt andere Paprika. Ich will das mal ausprobieren. Davon gebe ich nachher auch auf jeden Fall was in diese Bolognese-Soße rein. So, jetzt habe ich das alles hier drin. Bin gespannt, was ich diesmal produziert habe. Ein Monster. Ein Monster, genau. Einfach mal umrühren, danke mein Schatz. Natürlich am besten wäre wahrscheinlich das mit tatsächlich Mixer rein, aber dafür ist mir jetzt der Becher zu klein. Ich gucke gleich. So, aber auf jeden Fall, ich probiere jetzt kurz, ob ich genug Salz und Pfeffer drin habe. Und auch Zitronensaft und so alles. Irgendwas fehlt. Schmeckt zwar sehr. Ah, Öl. Ich wusste doch, dass ich was vergessen habe. Also in fast jedem Dressing, was ich so gelesen habe, gehört ein Tropfen Öl. Also es muss nicht viel sein. Aber weil ich ja wirklich mit fettarmen Sachen hier hantiere, ne? Fettarm, was hat es jetzt hier an Fett? Wo steht das denn jetzt hier? 1,5%, ne? Das ist ganz wenig, genauso wie hier der Joghurt. Ein kleinen Tropfen Öl gehört rein. Ein bisschen Zitronensaft noch. Ja, ihr seht, ich experimentiere, ne? Ich gucke, wie es schmeckt und dementsprechend mache ich was rein. Ne? Und das muss jetzt mal ein bisschen stehen, kurz vor dem Abendessen, vor dem Servieren, probiere ich das nochmal, wenn die Kräuter sich jetzt durch, die müssen erstmal noch auftauen, ne? Entfaltet haben. Dann probiere ich nochmal und dann kann ich das nochmal abschmecken. Ne? Aber das ist jetzt mein Dressing-Numero, keine Ahnung was. Ja, das sind wirklich Fantasie. Keine Grenzen gesetzt. Man kann machen, was man da wirklich will, experimentieren, wie man will. Es gibt auch ganz, ganz viele Rezepte im Netz und überall. Ne? Also das ist. Aber ich habe mir ein paar Rezepte angeguckt und denke mir jedes Mal eigentlich meins aus.
Ne, so sieht's aus. Und es ist bis jetzt, ich musste bis jetzt noch nie irgendwas in die Mülltonne kippen oder so, oder den Abfluss. Ne? Das schmeckt eigentlich immer ganz gut. Und wenn nicht, dann experimentiert mal so lange, bis es schmeckt. So sieht's aus. Hm. Moment. Ach, das war Isabels Lehrerin, die nicht wusste, was los ist, warum sie heute nicht in der Schule war und gefragt hat, ob sie morgen wiederkommt oder ob sie die zur Klassen-Videokonferenz anmelden sollte, falls sie krank werden sollte. Oder nee, Isabel war nicht krank, es hat sich nur nicht rentiert mehr. Es war so schlimmer Chaos heute in Bevensen. Die eine Ampel war kaputt. Und dann stand da noch irgendwo ein Krankenwagen zwischendurch und so weiter. Es kam gar nicht voran, überhaupt nicht. Wir waren dann irgendwann mal da, es hätte ja gar nicht mehr gelohnt. Die hätte da jetzt nur noch 6. Stunde Pause und 7., 8. Sport gehabt. Da habe ich gesagt, nee, mit ihrer miesen Laune, die sie momentan hatte, also jetzt geht's wieder. Nur wegen Sport brauchst du jetzt nicht wieder nicht in die Schule zu gehen für die letzten 2 Stunden. Schreib ihr morgen Entschuldigung und dann ist gut. Aber morgen geht's dann wieder. Aber das war doch schon lieb von der Lehrerin. Die hat sie einfach mal, hat jetzt angerufen und gefragt, was los war. Weil vorher konnten wir ja auch nicht wirklich Bescheid geben. Ich räume das jetzt erstmal ein bisschen weg und suche alles zusammen, was ich für Bolognese brauche. So, ihr Lieben. Ich habe jetzt hier alles fertig. Ja, genau. Ich meine, geschält, noch nicht geschnitten, was ich für die Bolognese nehme. Hier, diese Maske habe ich mir gerade ins Gesicht geklatscht. Das ist, was steht denn jetzt da drauf? Habe ich gar nicht richtig den Namen euch gezeigt. Hydrabomb, Augentuchmaske, Orangenextrakt, Hyaluronsäure. Reduziert Tränensäcke, genau. Verringert dunkle Augenringe, das brauche ich gerade. Cooling-Effekt, ja. Das habe ich mir jetzt drauf gemacht und lasse ein bisschen anwirken. Und in der Zwischenzeit schnippeln wir jetzt hier alles fertig. Und dann hole ich den Instant Pot. Was haben wir denn jetzt hier? Genau, nicht ganze Paprika, 2 Zwiebeln, 2 Stück Stangensellerie, 3 Zehen Knoblauch, 2 Möhren und 1 Stückchen Chili. Ich werde dann noch Tomatenmark holen und Tomaten aus der Dose. So. Aber bevor ich die hole, schneide ich erstmal. Ja. Und ich fange nicht mit dem an, was nicht mich noch zum Heulen bringt, sondern ich reibe jetzt die Möhren. Die sind einfach so gerieben, schneller durch, finde ich, als in so Würfelchen. Die Möhren sind fertig. Packen wir jetzt einfach mal in die Schüssel um. Also ich schneide jetzt einfach alles so klein, wie ich es gerne mag. Also ich werde jetzt diesmal nur den Spicy benutzen von den Nicer Dicern für Knoblauch und Chili. Und alles andere schnippel ich jetzt per Hand einfach nur ganz klein. So, und jetzt steht der schon und wir machen ihn an auf Anbraten und wir machen mal so, ja, 14-15 Minuten anbraten. Eigentlich brauchen wir das nicht so lange, aber ich gucke halt, man kann das ja immer noch ausmachen. Und jetzt gebe ich einfach mal ein bisschen Öl rein und warte, bis es vorgeheizt ist. Und dann brate ich zuerst das Hackfleisch an. Dann kommt die Zwiebel, dann die Möhre und dann der Rest. So, und hier habe ich jetzt schon geholt, Tomaten einmal fein gehackt, dann einmal passiert und Tomatenmark. Hier ist nicht mehr viel drin, deswegen habe ich noch gleich eine neue Tube geholt. Okay, das Öl ist jetzt heiß, das dauert wirklich nicht lange hier in dem Ding. Also, rein mit dem Hackfleisch. Also bei mir ist es jetzt rein Rindhackfleisch, ne? Das ist ja, ich benutze kein
Schweinehack. Nichts vom Schwein. Ja, und das Ganze einfach mal anbraten. Ja, ich lasse jetzt das Hackfleisch krümelig anbraten und dann geht's weiter. So, das Hackfleisch ist jetzt angebraten und jetzt gebe ich Zwiebeln rein. Das Gepolter kommt von oben. Ich glaube, ich habe da was angerichtet. Isabel quält jetzt Rafi. Mit Sport. Und jetzt gebe ich einfach alles an Gemüse rein, was ich da habe. Und lass es mit der Resthitze, das brutzelt noch ein bisschen, kurz auch noch mit brutzeln. Vielleicht mache ich tatsächlich noch 5 Minuten mit Braten. Genau, einmal noch anbraten, das Programm an. Ist schon an. Und so sieht es jetzt aus. Ja, und während ich weg bin gleich, kann Isabel Salat schneiden und ich setze schon mal das Wasser, also stelle schon mal hin und dann geht es richtig schnell mit den Nudeln, also mit Spaghetti. Und ja, damit auch der Rest aus der Tube, raus ist, mache ich mal so. Ich drücke das alles mal so nach ganz vorne, dann ist hier nichts mehr drin, ne? Und jetzt gebe ich noch Tomatenmark rein. Ja, hier war wirklich nicht viel drin. Mache ich jetzt noch die andere Tube auf. Noch ein bisschen rein. Und auch mit anrösten. Ich habe Spaghetti noch da. Ja, jetzt gebe ich noch den Knoblauch und Chili mit rein. Das Programm ist jetzt aus. Und jetzt kommt der Rest rein. Also sprich, stückige Tomaten. Okay, mit frischen Tomaten geht es natürlich besser, aber jetzt nehmen wir die. Und passierte Tomaten. Ja, passierte Tomaten auch mit rein. Und dann habe ich hier Bolognese-Gewürz. Ich weiß, man kann natürlich all das alles zusammenmischen, was man hier in diesem Gewürz drin hat. Aber ich habe jetzt dieses Gewürz hier und gebe ein bisschen was davon auch mit rein. Und dann noch ein bisschen Basilikum, ein bisschen Dill. Ja, es gehört wahrscheinlich nicht rein. Ist halt so. Und dann habe ich ja gesagt, möchte ich dieses Paprika geräucherte mit reingeben. Ja, und Salz. Salz kommt auch noch rein. Und ein kleines bisschen Wasser. In ganz vielen Rezepten stand Wein drin und so weiter. Mache ich jetzt nicht. Auch kein Wein hier drin. Man kann es nachwürzen, wenn es fertig ist. Ich denke mal, das ergibt mehr Sinn. Und das Gemüse gibt nachher noch ein bisschen Flüssigkeit, denke ich mal. Über einen kleinen Tropfen kann ich noch Wasser reingeben. Ja, und jetzt Deckel drauf, zu,
Ventil auch und dann wieder auf Fleisch. Und dann geben wir mal 25 Minuten. Die reichen vollkommen. Ja, und dann, wenn das Ding fertig ist, schaltet es ja automatisch in das Programm warm halten. Und in der Zeit, ja, bleibt es halt warm, bis ich wieder da bin. Und dann sehen wir uns wieder. So, ihr Lieben, hier ist die fertige Spaghetti Bolognese. Ja, ich war bei der Massage. Das ist das Gute an dem Teil. Ich kann es wirklich nur empfehlen für diejenigen, die überlegen, es sich zu kaufen. Sei es jetzt vor der Arbeit was anschmeißen oder eben, wie ich jetzt, kurz zu Physio fahren. Na, kurz eine Stunde war ich weg. Und das Teil kocht es von alleine, ohne dass jemand umrühren muss oder so. Aber das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt. Ja, das Essen ist fertig. Wir werden jetzt einfach mal essen. Von Manuel kamen noch keine Nachrichten, ob er schon operiert worden ist oder nicht. Weiß ich jetzt noch nicht. Ich warte ab. Ja, aber ich werde mich jetzt an dieser Stelle verabschieden von euch. Tut mir leid, heute war wirklich ein ganz, ganz, ganz blöder Tag. Und irgendwie, ja, aber auch solche Tage gibt's. Ich bin auch nur ein Mensch, ne? Und nicht aus Beton und kann tatsächlich auch mal Gefühle haben. Und deswegen denke ich, das ist auch in Ordnung für diejenigen, denen es nicht gefallen hat. Tut mir leid. Ja, so ist das dann halt. Ansonsten an die anderen, wenn es euch gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.